Hi, wir sind Jasmin und Alex vom Reiseblog Pocket Full of Memories. Wir reisen für unser Leben gern und werden dieses Jahr auf Weltreise gehen. Wir sind heute in der wunderschönen Stadt Monschau. Die Stadt Monschau liegt in der Städteregion Aachen in Nordrhein-Westfalen in der Nordeifel. Es gibt jede Menge zu entdecken und zwar hat die Stadt Monschau einen mittelalterlichen Touch. Das heißt, ihr seht nicht nur gleich die wunderschöne Altstadt mit den tollen Fachwerkhäusern, sondern auch viele Spots, die ihr auf jeden Fall hier besichtigen solltet, wie zum Beispiel die Burg oder die Ruinen. Wer sich für die Station der Tuchherstellung interessiert, ist hier genau richtig. Genau, denn hinter uns befindet sich das Rote Haus. Und das hat Johann Heinrich Scheibler im 18. Jahrhundert gebaut. Und dort befindet sich eine ja, weltberühmte Holztreppe drin, die die 21 Stationen der Tuchherstellung zeigt. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Türmchen. Ob das Türmchen wirklich einen Namen hat, wissen wir tatsächlich gar nicht. Überall steht nämlich nur das Türmchen. Um zum Türmchen zu kommen, müsst ihr einmal in Richtung Markt, dann einmal scharf rechts, dann nochmal scharf rechts und dann links die Treppe hoch und dann sollt ihr schon da sein. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Genau, und mal gucken, was wir da für eine schöne Aussicht haben werden. Jetzt schon ein wenig im Hintergrund seht, sind wir jetzt schon oben angekommen auf dem Türmchen und ja, es ist einfach eine grandiose Aussicht über die Stadt Monschau. Es ist wirklich ein kleines Türmchen, das heißt, ihr müsst gar nicht damit rechnen, dass ihr wirklich weit hochsteigen müsst, sondern ihr seid wirklich in 5 Minuten oben. Aber ihr könnt von hier aus schon die Burg sehen und ihr könnt auch die Haller-Ruine sehen, denn das ist das nächste, wo wir jetzt gleich hinlaufen werden. Wir befinden uns hier gerade auf dem Weg des halben Mondes, denn das ist der Weg, der zur Haller-Ruine führt. Genau, die erreichen wir auch in wenigen Minuten und ja, hier auf dem halben Weg sozusagen hat man eine kleine Aussichtsplattform, auf der man nicht nur eine richtig tolle Aussicht auf die Haller-Ruinen hat, sondern auch auf die gesamte Altstadt. Denn euch muss bewusst sein, wenn ihr weiter zur Haller-Ruine hochlauft, dann könnt ihr das Monument gar nicht mehr wirklich in großer Pracht besichtigen. Das heißt, von hier aus ist wirklich der perfekte Moment, um die Haller-Ruine zu sehen. Thank you.
Wir sind jetzt hier oben bei der Haller Ruine angekommen. Es ist furchtbar windig, aber es ist trotzdem wunderschön und ihr habt eine super, super Aussicht. Also ich glaube, es gibt nichts zu vergleichen von dieser Aussichtsplattform hier oben. Genau, und jetzt geht es noch gleich da hinten rüber. Da ist nämlich die Burg Monschau. Und ja, die wollen wir auch auf jeden Fall besuchen. Wir befinden uns jetzt gerade vor dem Eingang der Burg Monschau, die aus dem 13. Jahrhundert stammt. Seit dem 19. Jahrhundert ist auch eine Jugendherberge in der Burg Monschau. Das heißt, ihr könnt die gar nicht von innen besichtigen, habt aber super viele Außenbereiche, die ihr euch auf jeden Fall angucken solltet. Und auch von hier ist die Aussicht wieder mal grandios. Das stimmt. Und welche das sind, die zeigen wir euch jetzt natürlich auch. Hier seid ihr in einem der Türme, die ihr vom Außenbereich aus betreten könnt. Und von diesen Fenstern aus habt ihr eine grandiose Aussicht über Monschau. Also lasst euch definitiv nicht entgehen. Wir möchten euch die historische Stadt Monschau auf jeden Fall ans Herz legen. Aus unserer Sicht reicht ein Tagestrip vollkommen, ihr könnt aber auch in einem der schnuckligen Fachwerkhäuser übernachten. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt den Ganzen einen Daumen hoch und abonniert diesen Kanal für mehr Videos. Genau, schreibt uns gerne auch in die Kommentare, ob ihr schon mal in Monschau wart und was euch am besten gefallen hat.